Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute eine wunderschöne Karte. Ich sag's euch gleich, die ist etwas aufwendiger, aber sie ist wunderschön und sie ist auch für einen ganz besonderen Menschen und da darf es auch schon mal aufwendiger sein. Und zwar machen wir heute diese Karte. Das ist eine Muttertagskarte. Natürlich könnt ihr auch eine Geburtstagskarte draus machen. Alles Liebe passt ja zu mehreren Sachen. Aber ich habe gedacht, ich mache eine Muttertagskarte da draus. Und ja, ich finde die eigentlich echt ganz hübsch. Die ist hier so gemacht, dass der obere Teil der Karte etwas absteht. So 3D-mäßig. Ich hoffe, man erkennt es. Und dafür sind die Herzen hier wieder im Hintergrund. Seht ihr das? Also die hat einen ganz, ganz tollen Aufbau und Effekt. Und ja, wenn man hier reinschaut, ist dann natürlich auch noch ein bisschen ein Spruch zum Muttertag. Danke Mama, du hast mich toll hinbekommen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, das ist eigentlich ein Spruch, der absolut zu meiner Schwester passt. Also der könnte direkt von meiner Schwester kommen. Und das Tolle ist, wenn sie sowas sagt, dann ist es überhaupt nicht arrogant oder so, sondern oder eingebildet, sondern das ist einfach nur süß. Und an dieser Stelle in München, falls du das siehst, das Video, dann solltest du mir die Karte unbedingt abjuxen und die dann der Mama schenken. Ja, okay, also wir machen die jetzt. Alles Liebe und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. An Material habe ich hier schon mal hergerichtet, was ihr alles braucht. Ihr könnt da kurzes Pausebild machen und euch das alles abschreiben, aber ich erkläre es nochmal. Und zwar habe ich einmal eine Grundkarte aus Brombeermus, die hat das Maß 21 cm. Mal 14 cm und ist gefalzt bei 10,5 cm. Das ist meine Grundkarte. Dann haben wir ein Stück Himbeerrot in dem Maß 13,5 mal 10 cm. Einmal ein Stück in 11 mal 7,5 cm. Ich habe mir das schon ausgestanzt und zwar ist es das drittgrößte Rechteck aus den bestickten Rechtecken. Mit denen arbeiten wir auch gleich und stanzen zusammen was aus. Und dann habe ich mir noch das zweitgrößte Viereck ausgestanzt aus den Stickmuster-Framelets. Da gibt es eben auch die Vierecke, Kreise und Ovale und da habe ich das zweitgrößte Viereck mir schon mal ausgestanzt. Und dann habe ich hier noch zweimal Farbkarton, einmal in Himbeerrot und einmal in Brombeermus. Und da habe ich mir hinten drauf die Klebefolien aufgeklebt, die Mehrzweckkleber. Die wird es im neuen Katalog nicht mehr geben. Die sind jetzt auch schon ausverkauft, aber vielleicht habt ihr die ja noch zu Hause. Ansonsten muss man da ein bisschen mit Kleber, vielleicht mit Glue Dots oder so arbeiten, dass man sich die Schriftart und auch den Innenteil hier schön aufkleben kann. Diese Teile sind in Seidenglanz, das habe ich glaube ich jetzt gar nicht gesagt. Und wir brauchen nochmal ein Reststück in Seidenglanz und nochmal eine Klebefolie. Und zwar werde ich es jetzt so machen, dass ich mir auf mein himbeerrotes Papier hinten drauf schon mal die Klebefolie aufklebe. Und zwar ungefähr da, wo ich diese Herzen nachher ausstanzen möchte, damit die dann besser kleben. Ich habe die hier mit Kleber noch angeklebt, aber das ist nicht so einfach. Und deswegen klebe ich mir jetzt hier ungefähr dahin, wo ich mir das nachher ausstanzen werde, gleich noch die Klebefolie, aber vorher stanze ich mir das erste Rechteck aus. Also es wird heute wirklich ein bisschen anspruchsvoller. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. So, ich nehme mir jetzt erstmal meine Stanz- und Prägemaschine. So, die kommt hier ins Bild. Auflage unten ist die Grundplatte und eine Acrylplatte. Und ich lege jetzt mal mein himbeerrotes Papier auf und stanze mir eben als allererstes nochmal aus den bestickten Rechtecken dieses Mal das zweitgrößte Rechteck raus. Das lege ich mir jetzt hier drauf. Eigentlich könnten wir alles zusammen durchkurbeln. Hier werden nämlich nachher die Herzen rausgestanzt und eigentlich könnte ich das jetzt direkt draufkleben und dann zusammen ausstanzen. Also das machen wir jetzt doch andersrum. So, ich nehme jetzt meine Klebefolie und da ist so ein ganz schmaler Streifen, den mache ich mir erstmal runter. Und ich klebe mir das jetzt hier mittig auf. Schneide mir das von der Länge ungefähr so zu. Gucken wir mal, wenn wir es auflegen hier so.
auf die Länge ungefähr und ziehe mir jetzt hier die Folie ab. Und jetzt stanze ich das Ganze aus und hoffe, dass ich es gut erwischt habe. Und da muss jetzt nochmal eine Acrylplatte drüber. Ich kurbel mir das Ganze zur Sicherheit ein bisschen öfter durch, damit das auch schön ausgestanzt wird. Und lege mir das jetzt mal hier oben auf die Seite und mache jetzt auch gleich die anderen Sachen, die mir ausstanzen. Und zwar habe ich ja hier noch meine beiden lila Töne und ich stanze mir jetzt einmal aus dem Set schön geschrieben den Spruch Alles Liebe aus. Wenn wir die Big Shot schon mal da haben. Und aus dem gleichen Set, da gibt es noch so eine wunderschöne Blume und einen Schmetterling. Das wird auch gleich ausgestanzt. Und dann brauchen wir noch ein Element und zwar sind es diese hellen Herzen im Hintergrund. Und dazu nehme ich mir nochmal ein Reststück in Seitenglanz, klebt mir auf die Rückseite wieder den Aufkleber. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen, da können wir jetzt auch mit Flüssigkleber dann arbeiten, aber wir haben es jetzt schon da, deswegen mache ich das jetzt gleich noch. Dazu brauche ich jetzt diese Stanzform. Und säbel mir dafür erstmal die Herzen raus. Und auch die ganze Herzform. Hat sich jetzt auch super gelöst. Das ist das, was wir dann danach brauchen. Ich hoffe, ihr seht das. Schön, oder? Und jetzt habe ich die Herzform eben. Und ich brauche jetzt nur einen Teil von den Herzen. Und dieser Teil soll halt auf der Klebefläche liegen. Und dann kann ich mir das einmal nochmal durchkoppeln. Okay, und jetzt versuche ich, dass der Teil der Herzen mal noch in der Form bleibt. Seht ihr das? Damit ich das nachher besser zuordnen kann. Also das lasse ich jetzt mal vorsichtig an der Seite liegen. Die Herzen, die jetzt kein Kleber drauf haben oder an der Seite sind, die könnte ich mir jetzt hier schon mal rausmachen. Weil wir brauchen ja wirklich nur 3 Stück. Aber die anderen lasse ich jetzt mal lieber mal noch in der Form. Und ich löse mir jetzt einfach die ganzen Stanzteile aus den Formen. Beim Rausmachen. Es gibt hier tatsächlich einen I-Punkt. Den nicht wegschmeißen. Der ist jetzt bei mir zum Glück noch in der Form und den werde ich mir noch drinnen lassen, bis ich es aufklebe, damit ich den gleich wieder finde, dass der nicht verloren geht. Okay, was machen wir als nächstes? Als nächstes schnappen wir uns unser Grundelement. Lösen das mal aus dem Rahmen raus und so sieht das jetzt aus. Das Tolle an diesen bestickten Rechtecken ist, dass ihr einmal außen und innen an der Stanzform einen Rand habt. Seht ihr, das sind 2 Ränder und in der Mitte wird es gestanzt. Und das Ganze kleben wir uns jetzt mal auf unsere Grundkarte auf. Das mache ich mit Flüssigkleber und zwar nur den Rahmen. Erst falte ich mir mal meine Karte schön. Und klebe mir jetzt eben nur den Rahmen mit Flüssigkleber hier auf. Und Achtung, hier nur ganz wenig nehmen, damit er an der Seite nicht raus batzelt, wie man so schön sagt in Bayern.
Als nächstes nehme ich mir Dimensionals und klebe mir die auf die Rückseite von meinem inneren Rechteck. So, und habt ihr es gesehen? Ich habe mir jetzt zwei übereinander geklebt und schon mal die Schutzfolien abgepult. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier innen in meinen äußeren Rahmen. So, und jetzt steht es wunderschön ab. Ich habe auch mehrere Dimensionals genommen, dass das wirklich am ganzen Rand schön absteht. Und so hat man diese 3D-Optik. Jetzt nehme ich mir die ausgestanzten Herzen, also die sind wirklich wunderschön. Und mache mir hinten die Klebefolie ab und kann mir das jetzt super in meine Karte, in meine Innenform von der Karte positionieren und reinkleben. Oh, schön, oder? Ich finde das ist wirklich total schön. Also das gefällt mir total gut, dieses. Ich habe gar nicht gesagt, von wo das ist. Das ist von Herzlich Bestickt. Entschuldigung. Diese tolle Herzform von Herzlich Bestickt. Wird auch übernommen in den neuen Katalog. Also ich arbeite halt mit Sachen, nur Sachen, die auch in den neuen Katalog kommen. Perfekt, oder? Könnt ihr also alles noch bestellen, wenn ihr es braucht. Okay, dann nehme ich mir hier meine Herzen und nehme mir die raus, die ich jetzt brauche. Und mache mir hinten die Klebefolie ab und pull mir die dann hier in die jeweiligen Herzen rein. Da lasse ich euch jetzt auch nochmal Musik laufen, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, dass man die Klebefolie hinten weg hat. So, perfekt, war überhaupt gar nicht so schwer. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mit System macht, die Karte, dann geht es auch viel einfacher. Also lasst euch das gerne hier drinnen. Ich habe das nämlich beim letzten Mal nicht so gemacht bei dieser Karte. Da habe ich dann ewig gesucht, welches Herz wo reinpasst. Und wenn man das ein bisschen sich aufhält, dann tut man sich das so viel leichter. Also man lernt natürlich die ganze Zeit dazu, gell? Okay. Übrigens habe ich heute Videomarathon. Ich habe heute, glaube ich, schon das 8. Video, das ich gerade aufnehme. Also ich hoffe, ich komme nicht durcheinander. Okay, wir machen jetzt weiter mit der Außenseite und dazu brauche ich mein Viereck. Das seht ihr schon, ich komme schon durcheinander, Rechteck, Viereck, wie jetzt. Und da klebe ich mir jetzt meine beiden Wörter auf und nicht vergessen den I-Punkt bei Liebe, den braucht man natürlich auf jeden Fall. Mein I-Punkt ist ein bisschen widerspenstig gewesen, er ist durch die Gegend gehüpft, aber ich habe ihn noch erwischt. Passt wirklich gut auf den auf den muss man ein Auge haben, auf diesen I-Punkt. Okay, die Außenseite ist ja schon ziemlich weit, oder? Super. Was wir machen da vorne weiter, ist, ich nehme ja das silberne Garn. Das wird zum Glück auch übernommen, weil das brauche ich andauernd bei meinen Karten. Und wickel mir das einfach ein paar Mal um die Finger, so um 3 Finger. Und da ein paar Mal rumwickeln. Dann schneide ich mir das ab und klebe mir das Ganze auf einen Klebepunkt auf. Auf einen Mini-Klebepunkt. Und das Ganze kommt dann hier hinten auf meine Rückseite von der Karte. Also von dieser, vom Viereck. Und das Viereck, das klebe ich auch wieder mit der Dimensionals auf, weil wir brauchen nur hier, hier und hier einen Klebepunkt. Keines hier unten am Eck, weil das ist ja über den Herzen hier. Da braucht man kein Klebepad aufkleben. Ich klebe mir das so auf, dass man hier unten eigentlich keine Herzen mehr sieht, sondern dass das dann einfach nur hier so schön rauskommt. Jetzt machen wir noch die Innenseite. So, und dafür habe ich mir ja schon das Rechteck ausgestanzt.
Muss ich echt immer überlegen, was ich sage. Und jetzt nehme ich mir aus dem Set gut gesagt. Das gehört also zu diesen Stanzformen schön geschrieben. Das gehört eigentlich zusammen. Und da nehme ich mir jetzt raus. Einmal zum Muttertag und dann danke Mama, du hast mich toll hinbekommen. Und das zum Muttertag ist aufgeteilt. Also einmal das zum und dann Muttertag. Und ich habe mir das schon mal auf meine Stempelblöcke aufgenommen und stempel mir jetzt das Ganze mit Himbeerrot auf. Und ich werde mir jetzt, ich habe es jetzt nur mal auf die Blöcke aufgezogen. Ich mache mir jetzt vorher mal auf ein Schmierpapier einen Probestempler, ob das einigermaßen gerade ist. Immer gucken, ob man die ganzen Stempel mit Farbe voll hat. Und dann kann ich mir jetzt das Ganze schon in meine Karte kleben. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. Und dann ist die Karte echt schon fast fertig. Also ich bin erstaunt. Wenn man das Ganze mit System macht, dann geht es viel schneller, wie wenn man das gerade so direkt entwirft. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich eine Karte vorher vorbastel, bevor ich euch die zeige, weil sonst ist es manchmal chaotisch. Aber das muss auch sein. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen nach links oben aufgeklebt. Ich finde, das macht sich auch mal ganz gut, wenn das nicht alles immer genau in der Mitte ist. Und nehme jetzt hinten einfach diese Klebefolie ab und verschönere mir das Ganze hier mit dieser wunderschönen Schnörkelblüte und mit meinem kleinen süßen Schmetterling. Den kann man ruhig noch ein bisschen hochbiegen, dass der ein bisschen Form hat. Und dann kommt der natürlich auch noch hier drauf. Wobei, die Klebefolie ist ja überall, deswegen bleibt er dann flach. Und jetzt kommt noch ein bisschen Glitzy ans Projekt und dann sind wir schon fertig. Super, hat gut geklappt. So, und zwar kommt in die Mitte rein jeweils ein Glitzerstein. Oh, wenn er dann kleben mag. Ja. Und ein bisschen Glitzer darf natürlich auch noch auf unsere schöne Frontseite. Ich finde es immer ganz schön, wenn man sich hier diese feinen Fäden auch noch fest macht mit den Glitzersteinen. Das gefällt mir irgendwie gut. Das habe ich mal gesehen bei einer, die bei mir einen Bastelworkshop besucht hat. Und das fand ich eine total coole Idee. Und danke, Manuela, falls du das Video siehst, an dich. Habe ich von dir. Finde ich total schön. Ihr Lieben, was sagt ihr dazu? Die Karte ist fertig. Bin begeistert, wie schnell das gegangen ist, weil meine Probekarte hat wirklich ewig gedauert. Aber ihr seht, wenn man es schon mal gemacht hat, dann geht es viel schneller. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch gefällt die Karte genauso gut wie mir. Ich finde es einfach toll mit dieser, ich hoffe, ihr seht es im Video überhaupt, mit dieser 3D-Optik, dass die kleinen Herzen so im Hintergrund sind und so. Also ich finde, es ist mal eine ganz besondere Karte. Und ich hoffe, es macht euch Spaß, die nachzubasteln. Ich hoffe auch, dass sich alle Mamis darüber freuen, denn das ist echt eine schöne Karte, finde ich. Und zum Muttertag darf es schon mal ein bisschen aufwendiger und was Besonderes sein. Von mir kommt auch noch eine Muttertagskarte. Weiß ich nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Die habe ich euch auch schon aufgenommen. Und da könnt ihr ruhig mal gucken. Die kommt noch demnächst. Oder ist sie schon gekommen? Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge die Videos kommen, aber ich glaube, die kommt demnächst. Jetzt sage ich viel Spaß beim Nachbasteln, einen wunderschönen Muttertag an alle Mamis. Genießt es, lasst euch schön beschenken und lasst euch loben für die viele Arbeit und viele Mühe, die ihr habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Tschüss! Übrigens, diesen Monat gibt es ganz viele Videos von mir, wenn es klappt. Ich glaube ja. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.